Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Grow Song of the Evertree. Ja, das Spiel ist heute endlich veröffentlicht worden, beziehungsweise freigegeben worden. Um genau zu sein, ist es gerade mal ein paar Minuten her. Und ich habe da jetzt, ich glaube, 3 Monate drauf gewartet, weil der Trailer wirklich geil aussah und... Ja, ich hoffe, dass das Spiel hält, was der Trailer verspricht. Ich werde einfach mal ein neues Spiel starten. In einer anderen, längst vergessenen Zeit. Waren unsere Vorfahren Entdecker. Sie segelten durch den Kosmos. Und folgten dem Lied in ihren Herzen. Ihre Reise führte sie zum Ursprung des Lieds, der Quelle allen Lebens, dem Miora, das vom Geäst des Immerbaums strömte. Hier unter seinen Ästen errichteten unsere Vorfahren ihr Heim. Sie gediehen sie friedlich im Schatten des Immerbaums. Alle ihre Bedürfnisse wurden durch das Lied des Miora gestillt. Sie lernten das Lied zu formen und nannten diese Kunst Alchemie. Sie wurden zu Handwerkern, Architekten und Meistern der Industrie. Und ihr bescheidenes Dorf wuchs zu einer prachtvollen Stadt heran. Doch obwohl sie gediehen, ging es dem Immerbaum immer schlechter. Dunkelheit umwickelte ihr Herz und Zwietracht wob sich in das Lied des Miora. Am Morgengrauen des letzten Tages zerbrach das Lied und die große Stadt verstummte. Und in dieser Stille schlug etwas Neues Wurzeln. Die Dürre. Ewig hungrig, alles verschlingend. Sie überwältigten den Immerbaum und zerstörte die einst große Stadt. Obdachlos und untröstlich war die Verbindung der Bewohner zum Lied getrennt. Und sie flohen in die Weiten des Kosmos. Doch selbst in den dunkelsten Zeiten ist nicht alles verloren. Eine letzte Stimme, ein junger Alchemist von Immerherz, blieb zurück, entschlossen, die Dürre zurückzudrängen. Das Lied des Miora wiederherzustellen. Und erneut mit dem Immerbaum in Harmonie zu leben. Der Weltensamen ist beinahe bereit, die Jahre
Ich sage, wir wecken den Lehrling. Oh. Können wir ihn nicht noch etwas schlafen lassen, Alambik? Unser armes Liebchen ist so erschöpft. Kein Wunder nach der ganzen harten Arbeit. Denkst du denn nicht auch, dass unser Liebling es nach all der harten Arbeit verdient hat, den Weltensamen vollendet zu sehen? Oh ja, guter Punkt. Ich bezweifle, dass der Lehrling das verpassen will. Ah, haben wir dich aufgeweckt, Liebchen? Guten Tag, liebes Buch. Guten Morgen, Liebchen. Guten Morgen, Lehrling. Wir haben viel zu tun. Geben wir dem armen Liebchen doch kurz Zeit, sich frisch zu machen, Alambik. Schau dir bloß mal die Haare an. Und, ach Gottchen, ist das Sabbat dort im Gesicht? Oh ja, sogar ziemlich viel, um ehrlich zu sein. Keine Angst, Liebchen. Nimm dir eine Minute Zeit. Wir können reden, wenn du bereit bist. Ja, und damit können wir dann unseren Avatar erstellen. Was ist das denn hier? Genderunabhängig oder was soll das darstellen? Okay, mal schauen, ob ich mal ausnahmsweise. Ja, ich habe genug Buchstaben, damit ich meinen Namen ausschreiben kann. Sehr schön. Stimme? Okay, das ist dann wohl eher männlich. Also wir sind dann. Okay, man kann nur ganz außen hinklicken anscheinend. Schade. Form, was haben wir denn hier? Das ist ein bisschen breiter. Oh, das ist richtig kugelrund. Das sind andere Formen. Okay. Die anderen sehen aber sehr unförmig aus. Ich kann sie leider nicht drehen. Auch nicht mit SWD. Schade. Schauen wir mal. Es sieht aber sehr hell aus. Ja, das sieht, finde ich, eher natürlich aus. Wir gucken mal hier unten noch. Das ist sehr hell, finde ich. Okay, Merkmale. Ja, was sind für Merkmale? Ach so, ob sie was im Gesicht hat quasi. Nee, da möchten wir nichts haben. Accessoires, wir möchten natürlich auch keine Brille haben. Das sieht irgendwie seltsam aus. Oh, lila Augen. Ja, stimmt, Augenfarbe, nicht Haarfarbe. Aber wir können das mal kombinieren. Okay, da sind die Frisuren. Ich will das einmal gedreht haben, um das mal anzugucken. Obwohl, das sieht schon nicht schlecht aus. Das ist auch ganz okay. Ja, ich würde sagen, ich nehme das erste, wenn jetzt nichts kommt, was mich vom Hocker haut. Nee, das sind alles so Männerfrisuren. Der Rest. Okay, es ist das zweite, nicht das erste. Gesichtsbehaarung, ernsthaft? Oh Gott. Eieiei, okay, man kann sich auf jeden Fall auch einen richtigen Mann reinmachen. Ich sehe schon. Die Frage ist jetzt, nehmen wir jetzt braune Augen nach mir. Sieht auch irgendwie ein bisschen, ja, natürlicher aus, ne? Ich meine, so sieht das irgendwie ein bisschen seltsam aus. Was ist das für eine Farbe? Das ist sogar rötlich. Nee, okay, dann nehmen wir mal die braunen Augen. Ja, so 100% perfekt sieht es nicht aus, aber leider haben wir ja nur diese Vorlage, die wir benutzen können. Oh, okay. Die Maus reagiert aber ziemlich schnell, muss ich sagen. Okay, mit A. Okay, ich laufe auch ziemlich schnell, wenn ich ASWD drücke. Haben wir denn hier irgendwie. Hoch. Und hier ist er, ein perfekt gefertigter Weltensamen. Die Krönung der Kunst der Alchemisten von Immerherz und unsere Lösung, um den Immerbaum wieder gesund zu pflegen. Sehr gute Arbeit, das Rezept von Grund auf nachzubilden. Es gab ein paar beeindruckende alchemistische Patzer auf dem Weg, wohlbemerkt. Weißt du noch, die Frösche Alambik? Wie könnte ich die vergessen? Ich bekomme den Geschmack immer noch nicht aus dem Mund. Jedenfalls, jetzt wo der Weltensamen bereit ist, müssen wir ihn nur noch pflanzen und warten, bis er aufkeimt. Falls nicht, naja, was ist unser Plan B? Panik? Nein, Alambi. Nein, natürlich nicht. Du hast recht, es wird funktionieren.
Möchtest du vor deinem Aufbruch noch plaudern? Vielleicht bei einer herrlichen Tasse Tee? Alambic und ich sind für dich da. Der Tee ist leider alle. Wir haben das letzte bisschen für den Weltensamen verwendet. Oh, naja, du kannst trotzdem immer mit uns reden. Okay, was ich schon mal sehr süß finde, ist die Grafik, muss ich sagen. Wenn ihr euch an der einen oder anderen Stelle übrigens wundern solltet, dass das Ganze so ein bisschen leer vielleicht sich anhört, das kann daran liegen, dass ich leider die Musik ausschalten musste. Ihr wisst ja, lizenzrechtliche Gründe. Auch bei den Spielen, wo es mir ganz offiziell erlaubt war, beziehungsweise bis heute immer noch erlaubt ist, die Musik zu verwenden, hatte ich schon Probleme, dass ich stellenweise erst nach einer Woche oder so das Video wieder freigegeben bekommen habe. Deswegen, ja, das nur noch mal kurz als Anmerkung. Das ist der Grund, weshalb ich immer die Musik ausschalte. Aber solltet ihr euch das Spiel selber holen wollen, kann ich euch nur empfehlen, die Musik, wenn auch ein bisschen leiser gemacht, definitiv anzulassen, weil es sind sehr, sehr schöne Songs drauf. Ich habe eben mal so ein bisschen reingehört im Menü und es sind wirklich sehr schöne Songs drin. Ja, der Weltensamen. Der Weltensamen ist das Ergebnis all unserer Bemühungen, Lehrling. Seit Anbeginn der Zeit wachsen Miniaturwelten auf den Ästen des Immerbaums. Wenn sie richtig gepflegt werden, dann erblühen diese Welten und verstreuen die Samen des Lebens, das Miora im Kosmos. Leider wurden die Äste im Keim erstickt, als die Dürre den Baum übernahm, und mit ihnen auch der Fluss des Miora. Und hier kommt der Weltensamen ins Spiel. Theoretisch kann er neue Welten auf den Ästen des Immerbaums wachsen lassen. Es ist unsere oberste Priorität, den Samen zu pflanzen und den Immerbaum wiederherzustellen. Hast du irgendwelche Fragen? Wir können noch plaudern. Der Immerbaum? Ah, unser einst bezaubernder Immerbaum. Er ist eine Schande, dass du nie in seiner volle Pracht... Es ist eine Schande, dass du ihn nie in seiner vollen Pracht sehen konntest, Gameplayerin. Ganze Welten hingen an seinen Ästen, jede voller Leben und Miora. Ein kosmisches Wunder. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was deine Leute dachten, als sie ihn zum ersten Mal erblickten. Und eine Zeit lang blühte er, wurde immer schöner und schöner, als deine Leute begannen, ihre Stimmen zum Lied beizutragen. Oh, da kamen wir ins Spiel. Die Alchemisten von Immerherz wurden zu den Wächtern des Baums und pflegten ihn, damit er gesund blieb, und hielten die Harmonie zwischen den Bewohnern und dem Land in Einklang. Wir haben unsere Arbeit sehr gut gemacht. Ja, das haben wir. Bis das Lied zerbrach. Und dann das Miora austrocknete. Dann kam die Dürre und der Immerbaum litt. Und jetzt sind wir hier. Ganz allein. Nicht allein. Wir haben einander, Alambic. Und jetzt haben wir einen Plan. Hast du irgendwelche Fragen? Wir können noch plaudern. Was soll ich noch alles fragen? Okay, wir fragen nochmal, obwohl, naja, eigentlich wissen, also wer ich bin, ist klar. Das mit dem Lied würde ich gerne noch wissen. Ja, wir hören uns einfach mal durch. Die Dürre, schlimme Angelegenheit. Eine Fäulnis auf unserem schönen Alaria. Igitt. Die Dürre kam aus, eigentlich wissen wir nicht wirklich, woher sie kam. Sie ist einfach passiert. In dem Moment, in dem das Lied zerbrach, bereit, die Lücke mit ihrer Schrecklichkeit zu füllen. Sie hat Alaria komplett verschlungen und seine Bewohner vertrieben. Und sie ist immer noch da und dringt in unsere Gärten ein. Aber ich drücke uns die Messschieber, dass die Wiederherstellung des Baums sie zurückdrängt. Hast du irgendwelche Fragen? Ja, das sagt sie immer wieder. Alaria? Ah, Alaria. Einst ein wirklich charmanter Ort, hatte gute Bewertungen. Ein geschäftigter Ort für Industrie und Handel, der durch die Alchemie vorangetrieben wurde. Ich saß manchmal stundenlang herum und lauschte dem Lärm der Leute, die ihre Arbeit verrichteten. Sie waren immer in Eile und führten ein ehrliches Leben. Es war liebreizend. Das war es. Bis es das nicht mehr war. Es war nicht mehr so schön, als die Dürre Fuß zu fassen begann und alles verschlang. Diese Zerstörung. Oh, es war schrecklich. Die Leute flüchteten in Scharen aus der Stadt. Wir blieben natürlich zurück. Jemand musste versuchen, diesen Schlamassel wieder gerade zu biegen. Aber es war trotzdem traurig
unsere Freunde gehen zu sehen. Ich weiß, dass es für dich woanders schwerer, besonders schwer war, Liebchen. Aber unsere Arbeit ist wichtig. Wir werden Alaria wieder aufblühen lassen. Hast du irgendwelche Fragen? Blablu Schwätz. Ja, das Lied. Ja, das Lied des Miora oder das Lied, wie wir es nennen. Das Lied ist in allen Lebewesen zu finden, selbst wenn sie es nicht hören können. Es ist die Harmonie des Universums, das Lied des Lebens, das Lied der Schöpfung. Es ist das Lied, das alles in der Welt erschafft, weißt du? Damit bist du natürlich auch gemeint. Es ist ein Teil von dir. Du wurdest mit dem Lied im Herzen geboren. Die Verbindung deiner Art mit dem Lied war einzigartig, Liebling. Ihr konntet den Fluss des Myora im Universum spüren. Aber das Lied ist jetzt still und wir wissen nicht wieso. Hast du irgendwelche... ja gut, Alchemisten wissen wir ja eigentlich alles drüber. Myora haben sie ja schon gesagt, dass das der Fluss ist. Also kürzen wir das Ganze mal ein bisschen ab. Herrlich. Lass uns den Weltensamen im Immerbaum pflanzen und die fiese alte Dürre nach Hause schicken. Ich habe einen Weltsa Wel ich kann auch nicht mehr reden. Einen Weltensamen erhalten. Und vergiss deine Alchemiewerkzeuge nicht, Liebchen. Du brauchst sie, um die Knospen des Weltsamens zu pflegen. Habe ich eben Weltensamens gesagt? Oh Mann, das mit der Maus geht so schnell hier. So, ich bin noch am Überlegen, ob ich für die nächste Folge eventuell dann doch lieber auf Controller umschalten soll. Vielleicht geht es dann nicht so schnell mit dem ja, Umdrehen und alles. Also, wir haben eine Axt erhalten. Einen Hammer. Zum Schlagen von Dingen, das ist immer gut. Eine Sichel zum Schneiden. Eine Gießkanne zum Gießen. Eine Samentasche. Beutel alchemistischer Samen. Eine Sprechkugel. Okay. Ohne die kann ich nicht sprechen, oder was? Es ermöglicht es dir, über weite Entfernungen zu kommunizieren. Hey, da ist ein Dreier-Puzzlespiel drauf. Okay. Drücke I, um dein Inventar zu öffnen. Okay, ich mit meinem fleißigen Zettel hab mir natürlich wieder was daneben gelegt. Und schreib mir das direkt schon mal auf, dass I Inventar ist. So, ja, also das ist ja eigentlich nur geordnet, aber das haben wir dann schon mal angeguckt. Na klaro, Weltensamen check, Alchemiewerkzeuge check, charmante Gefährten check und check. Ich sage, es ist an der Zeit, dass wir da rausgehen und diesen Weltensamen pflanzen. Wir? Ich denke, ich soll das machen. Okay. Oh nein, nein, nein. Die Dürre muss das Tal erreicht haben. Sind wir verloren? Ich denke, wir sind verloren. Kaemplären wird uns retten. Schnell, benutze deine Werkzeuge, um einen Weg zur Tür freizumachen. Vielleicht kannst du uns von draußen noch helfen. Falls nicht, behalte mich so in Erinnerung, wie ich zuletzt war. Panisch und kreischend. Der Typ ist irgendwie genial. Okay, schau dir deine Werkzeuge mit. Okay. Okay, also, wenn ich das Mausrad drehe, ja. Okay. Der Hammer. Einfach der Hammer. Ja, finde ich auch. Kann man das hier auch noch kaputt machen? Da hinter dir. Kriegen wir da eigentlich irgendwas von denen, ne? Das ist einfach nur. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt mache ich hier einen Stützpfeiler weg. Zerbricht die Trümmer, um zur Tür zu gelangen. Ja, das habe ich doch schon. Hallo. Ich habe doch schon alles weggemacht. Ach so. Nee. Ach, da kommt nichts. Okay. Oh. Was, wer bist du denn? Chimäre vielleicht? Ah, diese geflügelte Kreatur. Ich dachte, die Dürre steht uns bevor. Alambik, sachte.
Du weißt, dass du anfängst, aus dem Mund zu schäumen, wenn du zu aufgeregt bist. Wie oft habe ich es dir gesagt? Wie oft? Das Alchemiehaus ist keine Sitzstange. Alambik, das ist aber sehr unhöflich. Dieses Geschöpf hat einen Namen, weißt du? Ja, es sieht irgendwie aus wie ein Katsubi. Ich könnte es auch bunter Drache nennen oder sowas. Obwohl, Chimäre finde ich auch nicht schlecht. Aber lassen wir mal Katsumi. Oder? Na, wir lassen mal Katsumi. Außerdem, wo soll Katsumi denn sonst landen? Der Schlafplatz des armen Tieres wurde von der Dürre zerstört. Gameplayerin, vielleicht kannst du Katsumi überreden, vom Dach zu kommen. Warum holst du nicht den Sattel vom Ast dort drüben? Okay. Du kannst immer zum Sattel laufen, aber ich empfehle, leer zu drücken. Hä? Wieso solltest du laufen, wenn du herumtollen kannst? Okay. La, 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 la. So in etwa, ja? Gut. Ach so. Stand ja schon da. Ein bisschen kleiner Sattel. Katsumi ist bereit abzuheben. Drücke M, um in die Luft zu steigen. Okay, M ist fliegen. Das schreiben wir uns auch mal direkt schnell auf. So, zack. So, nach unten. Stadt ansehen. Stadt, kann ich... Ach so. Ach, das ist wie eine Landkarte quasi. Samenpflanze. Machen wir mal. Ne, es ist nicht wie eine Landkarte, aber egal. Ist das Ding groß? Hier ist er. Der perfekte kleine Pflanzer für deinen Weltensamen. Ach, das ist so aufregend. Alle meine Seiten flattern. Ja, ich sprudle auch beinahe über. Das ist ein großer Moment, Gameplayerin. All deine harte Arbeit macht sich bezahlt. Die letzten 22 Minuten sprechen, meint er bestimmt. Lege den Weltensamen in den Pflanzer und geh ein paar Schritte zurück. Ja. Location Name here. Seht her, eine frisch erblühte Welt. Ich wusste, du hast das Zeug dazu, Gameplayerin. Soll sie so schmutzig sein? Oh, Mist. Es scheint, als ob man selbst hier oben der Zerstörung durch die Dürre nicht entkommen kann. Dann muss hier also alles repariert werden. Nichts, was ein bisschen Muskelschmalz nicht lösen könnte. Leider haben wir das letzte Muskelschmalz für das Weltsamenrezept verbraucht. Ich meinte eigentlich, dass Gameplayerin das mit unserer Hilfe und den treuen Alchemiewerkzeugen schon hinbekommt. Glaubst du wirklich, diese Welt kann noch gerettet werden? Natürlich tue ich das. Mit ein wenig Pflege und Aufmerksamkeit von Gameplayerin ist dieser Ort bald so gut wie neu. Okay. Ja, dann würde ich doch direkt mal sagen, dass das hier eigentlich eine gute Stelle ist, wo wir mal unseren ersten Cut machen. Und ja, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also ich habe laut dem Trailer schon gedacht, dass das ähnlich sein sollte wie My Sims. Aber es könnte sein, dass es vielleicht doch auch noch ein bisschen in eine andere Richtung geht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao!